Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Wohnenden, Menschen am Stream. Leider haben wir für diesen Einzelplan hier nur 2x5 Minuten. Dabei gibt es wesentlich mehr zu sagen, ist ja auch ein wichtiges Ressort. Ich kenne die Historie nicht, vielleicht ist es deswegen, weil wir überwiegend Mittel des Bundes weiterleiten, durchleiten. Dennoch hätte man ja auch im Handeln und nicht nur im Reden Gestaltungspflicht beim Einzelplan 09. Und Herr Becker, ich sehe zwar das weniger, das habe ich bemerkt, aber wo ist das anders? Die Definition von Wahnsinn, kommentierte Albert Einstein mal, ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse dabei zu erwarten. Beim sozialen Wohnungsbau wird mit derzeit mangelhaften Instrumenten versucht, ein besseres Ergebnis herbeizuführen. Und auch heute hören wir, dass mit denselben Mitteln irgendwie ein besseres Ergebnis in der Zukunft erzielt werden soll. Die Objektförderung bricht an den Bedingungen des Marktes. Die Wohnungsbauförderung verzeichnet 17% Mittelabflüsse bis Ende Oktober. Ein peinliches Ergebnis und ein wichtiger Indikator. Ich hoffe, Sie haben alle Herrn Schemmers Grafiktableau sehen können. Gleichzeitig wurde die Subjektförderung um 12% reduziert. Schemmer ist schon ein Vorbild. Diese 12% reduziert und diese durch den Bund komplementiert wird, bekommt diese Reduzierung die doppelte Wirkung. Die Stadtentwicklungsprogramme und Mittel wurden zusammengestrichen, gerade in erfolgreich laufenden Projekten wie den Stadtumbau West und Soziale Stadt. Die Neubautätigkeit entspricht nicht der Struktur der Nachfrage. Es besteht eine Versorgungslücke im Bereich der Mehrfamilienhäuser und die Bestände an preisgebundenen Mietwohnungen am Wohnungsmarkt sind stark rückläufig. Von über 860.000 vor 10 Jahren auf 500.000 mit einem Abgang von rund 30.000 Wohnungen pro Jahr. Das wird sich ohne unser Zutun verstärken, weil das wissen wir, ne, wann die mal gebaut wurden. Und wir werden dann bald gar nichts mehr haben. Zur Beruhigung gibt es dann jetzt Prospekte und PR für das Projekt Heimat im Quartier. Das vermittelt den Eindruck von etwas Neuem, ist aber nach eigenen Angaben die Bündelung bestehender Instrumente. Das kann, wird vielleicht die Effizienz ein wenig steigern, kann optimieren. Bündeln ist gut, insofern prima, auch die Spielebox. Es ist aber ein Bündelungsprogramm für schlechte Zeiten, in denen es sonst alles bleibt, wie es ist. Da sieht man auch davon im Haushalt nichts. Das Grundproblem ist die fortschreitende soziale Segregation. Wir haben Städte wie Düsseldorf, denen geht es gut. Dort wird gebaut, dort werden Wohnungen saniert und die Lebensqualität steigt fast so schnell wie die Miete. Aber nicht jeder kann sich leisten, dort zu wohnen und darf dann umziehen in die zahlreichen Städtesiedlungen, denen es nicht so gut geht. Dort werden Investitionen in die Bausubstanz als nicht rentierlich betrachtet und unterlassen, trotz Niedrigzinsen. Dort sind die Mieten noch bezahlbar, aber die Lebensqualität sinkt. Wer es nicht leisten kann, zieht weg, zum Beispiel nach Düsseldorf. Das ist Gentrifizierung. An dieser Stelle kein Kampfbegriff, sondern eine Beschreibung der einer Entwicklung. Die führt zu dem Zustand einer segregierten Gesellschaft. Und das können wir uns weder politisch noch finanziell leisten. Wenn wir einerseits prosperierende Städte haben und andererseits oft in direkter Nachbarschaft schrumpfende Städte mit vielfältigen ökonomischen, demografischen und infrastrukturellen Problemen, dann lassen Sie uns mit geeigneten Maßnahmen für einen Ausgleich sorgen. Ich habe ein paar Beispiele, die schenke ich mir der Zeit wegen, aber lassen Sie mich sagen, die Mietpreisbremse im Bund ist mit den Macken, die sie hat, nicht geeignet. Wir haben mehrere große Baustellen. Wir müssen aus den vergangenen Fehlern lernen, den Verkauf der LEG, der Zweckentfremdung des Wohnungsbausondervermögens und der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit. Diese Fehler müssen korrigiert oder kompensiert werden. Die gegenwärtigen Probleme müssen behoben werden. Wir brauchen eine Förderpolitik trotz Niedrigzinsen. Wenn die Objektförderung nicht funktioniert, dann muss Subjektförderung vorübergehend gestärkt und daran angepasst werden und natürlich gegen Mitnahmeeffekte geschützt werden. Und in Zukunft müssen wir mit dem Demografie- und Strukturwandel umgehen, die Segregationstendenzen umkehren und den geförderten Wohnungsbau umstrukturieren. Dazu müssen wir erprobte, funktionierende Modelle reaktivieren
und erfinden, beispielsweise die Wohnungsbaugemeinnützigkeit und Wohnungsbaugenossenschaftsmodelle, auch eine Umstrukturierung des Wohnungsbausondervermögens. Und insgesamt ein Zusammenwirken aller Instrumente, und zwar auch neuer und nicht nur die Bündelung und Optimierung bestehender. Wahnsinn, weiter geht's. Vielen Dank. Bis zum Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Landesregierung.